Diese Affen hier sind sogenannte Buschbabys. Gleich 5 toben gerade ganz frisch durch das Klimahaus in Bremerhaven. Sie sind niedlich, klar, aber sie sollen nicht nur bestaunt werden. Die Buschbabys weisen gleichzeitig auch auf ein ernstes Problem hin. Alexander von Tomberg sagt uns, welches das ist. Da müssen einem ja die Augen übergehen. So viel Trubel beim letzten Fitnesscheck. Die Affenbande ist kerngesund und wird vorsichtig für den Transport ins neue Zuhause verpackt. Erst im Eimer können die aufgekratzten Buschbabys in Ruhe gewogen werden. Pfleger Mirko Brügger freut sich über seine kleinen Schützlinge. Das ist natürlich super Gefühl. Ich meine, wir haben jetzt schon seit längerem mit denen gearbeitet. Jetzt kommen die halt in die endgültige Voliere und ich denke mal und gehe auch davon aus, dass es denen da oben bestens geht dann. Die knapp 2 Jahre alten Affen sind eine Nachzucht aus einem niederländischen Tierpark und nachtaktive Genossen. Eigentlich schlecht für das Klimahaus, das nur tagsüber offen hat, aber es gibt einen Trick. Wir drehen den Tag-Nacht-Rhythmus um. Das heißt, der Besucher kann die Tiere bei diffusem Mondlicht beobachten. Die Tiere werden jetzt so 1-2 Tage einen kleinen Jetlag haben. Hier in der Reisestation Kamerun im Klimahaus Bremerhaven ist das neue Zuhause der 5 Galagos oder Buschbabys. Sie werden so genannt, weil ihre Laute an Babygeschrei erinnern. Die putzigen Kerlchen übernehmen als neue Attraktion für den Dschungelbereich eine wichtige Rolle, denn ihr Lebensraum in Afrika ist akut bedroht. Wir wollen den Besuchern hier des Klimahauses zeigen, dass Palmöl in jedem zweiten Produkt mittlerweile enthalten ist und dass der Besucher mitverantwortlich ist für die Abholzung der Regenwälder, auch wenn er hier vor Ort gar nicht direkt daran beteiligt ist. Kritik von Tierschützern über die nicht artgerechte Haltung der Kleinaffen weist das Klimahaus von sich. Die Richtlinien für das Leben im Gehege werden voll erfüllt. Das Klimahaus ist im Verband der Zoologischen Gärten, will aber nicht mit anderen Tierparks konkurrieren. Wir sind ja kein Zoo, aber dort, wo es sinnvoll ist, ergänzen wir das gerne mit Tieren. Und jetzt sind eben die Galagos dazugekommen. Neu ist, dass es halt Säugetiere sind. Wir werden uns aber auf Säugetiere jetzt nicht spezialisieren. Wir bleiben bei Fischen und Reptilien. 5 Männer auf einem Haufen, das geht gut, solange kein Weibchen da ist, sagen die Experten. Aber jetzt beginnt die Umgewöhnung und Pfleger Mirko Brügger dunkelt die Scheiben ab, damit seine Affenbande endlich mal schläft.